und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Douglas Beauty School. Halloween steht vor der Tür und deswegen zeige ich euch im heutigen Video, wie ihr einen spektakulären Last-Minute-Look zaubern könnt. Los und für diesen Look braucht ihr wirklich nur ein paar Make-up Essentials, die fast jeder zu Hause hat, und wenn nicht, könnt ihr diese ja noch ganz fix bestellen. Als allererstes starten wir mit der Cover Shot Palette von Smashbox. Die hat nämlich alle Farben, die wir für unseren heutigen Look benötigen, und das sind zum Glück nicht viele. Und wir starten auch direkt mit der ersten Shade. Das ist diese dunkle schwarze Lidschattenfarbe, die wir nun auf das gesamte bewegliche Lid auftragen werden. Das heißt wirklich nur auf den beweglichen Bereich. Die Crease spart ihr bitte aus. Und das machen wir mit so einem flachen Shading Brush von Zoeva, nämlich dem Luxe All Over Shader. Schnappt ihr euch den Petite Crease Brush von Zoeva und dippt in diese braune Shade hier. Und die tragen wir jetzt nämlich in der Crease auf. Das heißt, wir verblenden das Ganze soft mit dem Schwarz. Allerdings nicht zu weit nach oben, also wirklich schön zentriert in der Crease und leicht und soft ausblenden. Wir wollen aber kein großflächiges Ergebnis erzielen. Jetzt schnappt ihr euch nochmal den Schwarzton und verblendet den auch soft am unteren Augenlid in das obere mit hinein, damit ihr den ganzen Look sozusagen verbindet. Wir zaubern jetzt nämlich gerade den Körper von der Spinne und der ist natürlich etwas rundlich, deswegen müssen wir den unteren Teil mit dem oberen Teil schön verblenden. Jetzt steht die Base für unser Make-up und wir werden jetzt anfangen, die Beine der Spinne zu zeichnen. Und ich würde euch empfehlen, gerade wenn ihr diesen Look zum allerersten Mal schminkt, nicht direkt mit dem schwarzen Eyeliner loszulegen, sondern erstmal die Struktur und die Position der Beine mit einem weißen Kajal anzuzeichnen bzw. vorzumarkieren. Das Ganze mache ich mit dem Intense Co-Liner aus der Douglas Collection. Das Vorteilhafte hier dran ist nämlich einfach, falls ihr euch vermalt, könnt ihr das Ganze super leicht wieder bereinigen. Wenn ihr natürlich direkt mit dem schwarzen Eyeliner loslegt und da was schief geht, dann ist das etwas problematischer. So, was müsst ihr wissen? Eine Spinne hat 8 Beine und vorne noch 2 kleine, ich nenne es mal Fangarme. Und ein Spinnenbein besteht aus 3 Segmenten. Das heißt, wir zeichnen nicht nur gerade Striche oben, unten, links und rechts, sondern versuchen das natürlich so naturgetreu wie möglich zu gestalten. Das heißt, jedes Bein ist ein bisschen angewinkelt und in 3 kleine Abschnitte unterteilt. Und wie ihr das macht, zeige ich euch jetzt. Jetzt steht euer Grundgerüst und ihr könnt jetzt ganz, ganz easy mit einem schwarzen Eyeliner die weißen Linien nachzeichnen. Zeichnet erstmal möglichst filigran und danach könnt ihr immer noch an manchen Stellen etwas dicker werden oder ein bisschen korrigieren. Nur wenn ihr einmal einen wirklich viel zu breiten Strich gemacht habt, dann ist das Kunstwerk natürlich ruiniert. Nichtsdestotrotz habt keine Angst, es ist ja ein Halloween-Make-up und kein Gemälde, deswegen kann es auch ruhig ein bisschen rough aussehen. Für das Einzeichnen der Spinnenbeine verwende ich den Glossy Eyeliner von Isadora. Das Besondere an diesem Eyeliner ist, dass er wasserfest ist und das ist so ein kleiner Eyeliner, der auch schon mit einem Pinselchen kommt. Mit dem könnt ihr das nämlich wirklich super fein auftragen, eignet sich hierfür also perfekt. Ich würde keinen Gel-Eyeliner dafür verwenden, das Ganze kann nämlich ein bisschen schmieren. Der hier trocknet innerhalb von Sekunden und dann kann nichts mehr verwischen und euer Look hält auch den ganzen Abend bombenfest. Um den ganzen
um jetzt noch ein bisschen Dimension zu verpassen, erwärmt ihr euren Intense Coal Kajal, euren weißen Kajal, mit einem Feuerzeug oder einem Streichholz. Also natürlich hier nur die Spitze leicht erwärmen, nicht direkt in die Flamme halten, sodass das Ganze ein bisschen anfängt weich zu werden. Und dann dippt ihr da mit dem Silicon Fine Liner Brush von Real Techniques rein. Also nehmt ein bisschen Farbe auf, damit ihr so eine cremige Textur habt. Und dann setzen wir hier so einzelne Akzente innerhalb der Spinnenbeinchen. Das sieht dann nämlich aus wie so eine kleine Schattierung, Licht- und Schattenspiel, und verwirkt dem Ganzen nochmal ein bisschen Dreidimensionalität. So, man könnte den Look jetzt eigentlich schon so lassen, aber wir wollen dem Ganzen noch ein bisschen mehr Dreidimensionalität verleihen. Deswegen zeichnen wir jetzt noch die Schattierung bzw. die Schatten der Beinchen. Das Ganze machen wir einmal mit dem Fineliner Brush von Sueba und wir dippen hierzu nochmal in die schwarze Farbe aus der Smashbox Covershot Palette, die wir auch benutzt haben, um unser bewegliches Lid einzufärben. Und was wichtig ist beim Zeichnen der Beinchen ist, dass ihr euch überlegt, aus welcher Richtung das Licht sozusagen auf eure Spinne fallen soll, damit die Schatten auch einen logischen Aufbau haben, also alle aus dem gleichen Winkel fallen. Und am Ende eines solchen Schattens, der ungefähr immer die Form des Beinchens simuliert oder verfolgt, ist es ganz wichtig, dass ihr das Ende von dem Schattenbeinchen mit dem richtigen Beinchen verbindet. Sonst sieht das Ganze unrealistisch aus. Zudem ist es noch wichtig zu beachten, dass diese Schatten natürlich ganz oben, also am Körper der Spinne, am dicksten sind und nach unten hin immer dünner werden, wie die Beinchen, die wir gezeichnet haben, auch schon. Fertig ist unser Augen-Make-up. Jetzt fehlt nur noch die perfekte Lipstick-Shade. Und hier nehme ich den Matte Lipstick von MAC in der Farbe Diva. Das ist ein wunderschönes Burgundi-Rot und passt perfekt zum Halloween-Theme. Das tragen wir jetzt einmal gemeinsam auf und dann zeige ich euch das finale Ergebnis. Das war es auch schon mit dem heutigen Look. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Inspiration mitnehmen. Verratet mir doch gerne in den Kommentaren, als was ihr euch an Halloween verkleidet. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin!